Hallo und willkommen hier bei kreuzfahrturlauber.de. Gemeinsam mit kreuzfahrten.de bringen wir dich auf den richtigen Kurs. Und damit willkommen zum Schiffsrundgang von der MS Inspire von Viva Cruises. Ein sehr hochwertiges Schiff mit vielen Suiten an Bord. Und die öffentlichen Bereiche schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Viel Spaß! Die MS Inspire von Viva Cruises wurde 2013 in Dienst gestellt, ist 135 Meter lang und bietet Platz für bis zu 142 Passagiere. Das Schiff überzeugt mit einem besonders hochwertigen Ambiente, vielen Suiten und einem großzügigen Passagierraumverhältnis. Andere Schiffe in der Größe nehmen nämlich bis zu 100 Passagiere mehr auf. Beginnen wir den Rundgang auf dem Sonnendeck. Im vorderen Bereich befinden sich bequeme Lounge-Möbel und da die MS Inspire 2,5 Decks hat, sind diese auch bei niedrigen Brückendurchfahrten zu nutzen. Im hinteren Teil des Sonnendecks gibt es einen kleinen Pool, einen Minigolfplatz und viel Platz für Sonnenliegen, die teilweise auch unter den Schattenspendern stehen. Ganz vorne am Bug der MS Inspire befinden sich noch weitere Außenplätze und direkt dahinter geht es dann auch in die Panorama Lounge. Hier kann man die Getränke des Viva All Inclusive genießen, sind aber leider nicht alle Getränke enthalten, so kosten beispielsweise die meisten Cocktails extra. Hier in der Lounge gibt es dann abends auch noch Unterhaltung vom Bordmusiker oder auch von der Kreuzfahrtdirektorin. Direkt unter der Lounge befindet sich dann auch das Hauptrestaurant Compass Rosé, wo die wirklich leckeren Gerichte serviert werden. Natürlich mit Aussicht auf die vorbeiziehende Landschaft durch die Fensterfronten an den Seiten. Und aufgrund der Corona-Hygienemaßnahmen werden aktuell alle Speisen serviert. Frühstück gibt es sonst nämlich in Buffetform. Ebenfalls auf Deck 1 befindet sich dann noch die Infrarotsauna, das Dampfbad und auch der Fitnessraum. Und von dort aus gelangt man natürlich über das Treppenhaus im Atrium dann auch zum Rezeptionsbereich, wo es auch noch einen kleinen Shop gibt. Am Heck des Schiffes in sehr prominenter Lage befindet sich noch ein weiteres Restaurant in kleinerem Ambiente. Hier können die Gäste durch die großen Fensterfronten einen herrlichen Blick nach draußen genießen oder sogar auch direkt draußen an der Heckwelle sitzen. Das war der Rundgang über die MS Inspire von Viva Cruises. Ich hoffe, euch hat das Schiff gefallen. Wenn dem so ist, könnt ihr gerne mal unter reisen.kreuzfahrturlauber.de vorbeischauen, denn dort könnt ihr eure nächste Traumreise buchen und mich damit unterstützen. Vielen Dank dafür. Ansonsten, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert auch gerne den Kanal und schaut euch die anderen Videos von der MS Inspire an, von dieser Reise hier. 4 Tage mit den beiden Vlogs. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis bald und vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Kreuzfahrturlauber Fabian.